Also ich bin ja komplett neu, Quereinsteiger in der Feuerwehr. Zu meinem FSJ habe ich, davor hatte ich nichts mit der Feuerwehr zu tun. Und ich hatte es jetzt auch nicht so speziell irgendwie vor, als Traumberuf oder so Feuerwehrmann zu werden. Klar, als kleines Kind findet jeder mal die Feuerwehr irgendwie toll. Aber dann hatte ich irgendwie keinerlei Berührungspunkte mehr und dann bin ich jetzt auf das FSJ gestoßen und jetzt bin ich begeistert von der Feuerwehr. Ja, also in der Feuerwehr als Gerätewart, was ja meine Aufgabe ist, ist halt viel Handwerkliches, das ich erlernt habe. Da hatte ich davor noch nicht so viel am Hut damit. Und ich mache ja beim aktiven Einsatzdienst mit, da erlebt man relativ viel, viel Unterschiedliches, lernt viele Menschen kennen. Meine Aufgaben sind, wie gesagt, also am aktiven Einsatzdienst mache ich mit. Und sonst die Zeit bin ich, unterstütze ich den Gerätewart bei den Gerätewartaufgaben, heißt in der Atemschutzwerkstatt, in der Schlauchwerkstatt, bei den jährlichen Prüfungen, Reparaturen, da bin ich überall dabei und helfe so gut ich kann. Ich fühle mich sehr wohl in der Feuerwehr-Tracking. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Ich verstehe mich mit den Leuten sehr gut. Ja, gibt es nichts zu meckern. Also ich kann das FSJ auf jeden Fall weiterempfehlen. Es hat mir bisher sehr Spaß gemacht. Wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl. Ich kann es nur weiterempfehlen. Alle, die irgendwie mit der Feuerwehr Kontaktpunkt haben, an der Feuerwehr interessiert sind, dann kann ich es auf jeden Fall, aber auch ich bin ja auch Quereinsteiger. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen.